Und jetzt ein Song für all die depperten YouTuber da draußen, die in letzter Zeit keine guten Videos gemacht haben. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said, mama said. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this, my mama said. Mama said. Gerade. Oh, ich lese gerade meinen Lieblingsblog, jonasaffairs.blogspot.com. Ah, du könntest mal wieder ein Video machen. Ja, ich weiß, es ist so heiß und ich habe meine Kamera verloren und ich habe gestern Nacht kaum geschlafen, weil ich eine wilde Party mit meinen Freunden, den Gilmores, in Stars Hollow gemacht habe. Ah, okay. Aber es kann nicht so schwer sein, ein Video zu machen. Ich meine, setz dich einfach in deinen Sessel, laber irgendwelches belangloses Zeug, sag ab und zu und deppert und mach ein paar Anspielungen auf Homosexualität, um irgendwie die mit den niedrigen IQs ein bisschen was zum Knobeln zu geben. Und das hast du ein neues Video, yay! Kannst du das nicht machen? Wir sehen uns ein bisschen ähnlich. No, das ist Nonsens und stimmt überhaupt nicht. Du bist ein betrunkener Idiot. Oh, danke, ich habe zufällig genau in dieser Woche mein 5 Jahre Trunkenheitschip erhalten. Wieso machst du es nicht einfach so wie die anderen YouTuber und machst ein Video über das, was dir im Moment mächtig auf die Nerven geht? Ah, du meinst die Tatsache, dass auf der 6. Staffel Gilmore Girls DVD keine einzige Sekunde Bonusmaterial enthalten ist und dann gar nichts? Nein, mach vielleicht lieber das, womit sich andere Leute identifizieren können. Geschlechtskrankheiten? Michael, ich hab dir schon den Unterschied zwischen identifizieren und infizieren erklärt. Mach einfach sowas wie, was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre? Oh nein, aber jetzt, wo du mich daran erinnerst, es ist schon wieder 3 Minuten her, seit ich das letzte Mal auf meine Fanseite geschaut habe. Un momento, por favor. Was? 8.372 gefällt mir, vorher waren es noch 8.373. Nein, Judas! Judas! Ah, die Probleme der ersten Welt. Ha, oh, ich weiß, wer das war. Ah! Hallo, wie geht's dir? Was machst du so? Oh, hallo Michael, ich sehe gerade ein wenig fern. Lüg mich nicht an, ich weiß, dass ich dir nicht mehr gefalle. Entschuldigung, ich hab Bronchitis. Wie bitte? Na, Facebook, du hast bei meiner Fanseite auf Gefällt mir nicht mehr gedrückt, also... Tja. Ja? Wirklich, Michael, es ist nicht so, wie du denkst. Oh, es ist genau das, wonach es aussieht. Ich hab's ja direkt vor meinen Augen und... Moment. Gefällt dir Herr Tutorial? Michael, es ist nicht das, wonach es aussieht. Es ist ja nur, gefällt mir. Oh, es ist genau das, wonach es aussieht. Betrug, Vergewaltigung! Wie konntest du mich so hintergehen? Ich hab dir gezeigt, wie man Chips Toast macht. It's delicious. Michael, du hörst dich so an, als würdest du gerade wieder vor Wut aus der Nase bluten. Nein! Ohne mich würdest du gar nicht wissen, wie Chips Toast schmeckt und was ist mit dem Snuggie, den du wegen mir gekauft hast. Was soll mit ihm sein? Ich trage ihn gerade. Lügner! Ich habe Senor Privado engagiert und er hat gesagt, du hast ihn seit Wochen nicht getragen. Das letzte Mal am 23. Juli. Senor Privado? Oh, es ist ein mexikanischer Spion, der dich verfolgt. Ich habe seine Anzeige auf der Herrentoilette gefunden. I'm a spy. Ai, ai, ai. Ach deswegen, ich sehe immer merkwürdige Schatten, aber sie tragen immer Sombreros und Ponchos und klappern mit Kastagnetten. Oh, ja, das ist unser Senior. Okay, wie dem auch sei, es tut mir wirklich leid, Michael. Entschuldige. Entschuldigung? Du sagst Entschuldigung zu mir? Ich werde mich umbringen! Wobei, ne. Ich werde deine Mama, die ist so fett, sie hat viele Kilos. Was muss ich tun, damit du dich beruhigst? Oh, okay. 1000 thank yous. Bye bye. Bitches be crazy. Das könntest du ja in deinem Video verwenden. Was für eine miese Idee. Sei mal froh, dass ich der YouTuber bin und nicht du.